Und damit wollen wir nach Russland schauen. Tausende Menschen zeigten in Moskau offen ihren Mut und nahmen Abschied von Putins größtem Kritiker Alexei Nawalny. Sie ließen sich auch nicht von dem massiven Aufgebot der russischen Staatsmacht einschüchtern. Immer wieder war zu hören, Nein zum Krieg und Russland ohne Putin. Mehr als 100 Teilnehmer der Trauerkundgebungen wurden nach Angaben des Nawalny-Teams russlandweit festgenommen. Mehr von Antje Diedrichs. Es sind Tausende, die in Moskau auf der Straße sind, selbst nachdem Alexei Nawalny bereits bestattet ist. Sie legen Blumen und Bilder an sein Grab. Ein massives Polizeiaufgebot sichert die Beerdigung ab. Die Menschen trauern im ganzen Land. Nach Angaben von Bürgerrechtlern werden russlandweit mehr als 100 Personen festgenommen, die meisten davon im sibirischen Nowosibirsk. In der Nähe des Friedhofs in Moskau sprechen sich einige sogar gegen den Krieg in der Ukraine aus. Aber nur nicht vor der Kamera. Alexej Nawalny ist der Mann, der uns die Hoffnung gegeben hat, dass Russland ein anderes Land sein könnte, dass wir etwas Besseres verdient haben. Sein Glaube an uns, sein Optimismus gaben uns Energie. Er ist der Mann, der uns die Hoffnung gab, dass Russland ein glücklicheres Land sein könnte. Wir sind nur hier, um Alexej zu unterstützen. Deshalb bin ich hier. Das hat auch eine symbolische Bedeutung. Als erstes hat die Mutter des Kreml-Kritikers Abschied von ihrem toten Sohn genommen. Zuvor war der offene Sarg in der Kirche aufgebahrt. Das Ganze wird von Nawalnys Team in einem Internet-Livestream auf YouTube übertragen. Der 47-jährige Nawalny war im Februar in einem russischen Straflager in der Arktis gestorben, wo er eine 19-jährige Haftstrafe absaß. Die genauen Umstände des Todes sind bislang unklar. Die Menschen trauern auch im Ausland um den Kreml-Kritiker. In London werden hunderte Blumen vor der russischen Botschaft abgelegt, ebenso in Paris. Aus Berlin meldet sich Bundeskanzler Scholz via X zu Wort. Alexej Nawalny hat seinen Kampf für Demokratie und Freiheit mit dem Leben bezahlt. Nach seinem Tod tragen mutige Russinnen und Russen sein Vermächtnis weiter. Viele von ihnen waren heute bei der Beerdigung und sind damit ein großes Risiko eingegangen für die Freiheit. Für Nawalnys Frau Julia und seine beiden Kinder ist das Risiko zu groß. Sie nehmen nicht an der Trauerfeier in Moskau teil. Aus Sicherheitsgründen sind sie im Ausland geblieben.